Ein wunderschön herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal Yannick Vlog TV. Wir sind in der zweiten Woche vom Theorieunterricht von der Fahrschule. Vlog, Bericht, Beitrag, was auch immer. Und nehme euch wieder ein bisschen mit. Heute leider ohne mit meiner großen Kamera. Da hat einfach den Grund, weil ich davor noch auf der Arbeit war und weil ich da ein kleines Problem und deswegen. Ja. Ich würde wahrscheinlich ein Handy-Vlog diesmal Uni werden, weil Uni, ich hab. Nee, oh, wir sind am Tag 2 auf dem Weg zum Theorieunterricht. Und ja, ich habe meine Kamera dabei. Das Problem ist aber, ich habe keine SD-Karte drin. Warum ist man so verpeilt wie ich manchmal? Nee, da muss ich echt wirklich sagen, Axel ist ja irgendwie so dahin. 10 Sachen auf einmal. Gestern ein bisschen was zu erzählen. Wir haben gelernt, was gibt es von Verhalten von anderen Teilnehmern im Straßenverkehr. Busse, Kinder, erwachsene Personen, das alles haben wir gelernt. Und dann bin ich mal gespannt, was wir heute lernen. Ich gehe echt noch mal kurz was einkaufen, was zum Essen und dann geht es sofort auch los und ja, wo ist das da? So, dann gehe ich mal kurz was einkaufen. Wir kommen heute zum letzten Tag zum dem Theorieunterricht. Der siebte Tag, 7-Tage-Kurs. Was ist der Vorteil an so einem 7-Tage-Kurs? Du hast relativ schnell alle Themen, die sonst immer 2-3 Monate sind, schnell abgearbeitet und hast einmalig diese 7-Tage-Kurs. Und dann nervt das dich erstmal nicht mehr. Danach musst du natürlich ein bisschen lernen, sodass du dann irgendwann den Theorieprüfung dann absolvieren kann. Ich muss noch ein paar Sachen beim Amt abgeben und dann noch ein paar Sachen. Theorieunterricht ist soweit vorbei. Ich mach mal hier Fokus. Ja, merke schon wieder. Das heißt für mich, als nächstes geht es für mich in die Theorieprüfung. So, ich muss bei mir erstmal noch ein bisschen überlegen, wann ich die dann noch mache. Davor muss ich noch ein bisschen lernen, ein bisschen die ganzen Fragen beantworten und mich ein bisschen in die ganzen Sachen einleben und dann habe ich ja den Theorieprüfung. Sobald ich dann den Theorieprüfung hinter mir habe, werde ich mich dann auch anfangen mit dem ganzen Praxisunterricht und spätestens Januar, Februar will ich damit anfangen. Mal schauen, wie weit das möglich ist. So ist aktuell der Plan. Mal schauen. Ich weiß
je, aber noch nicht, weil mir in den kommenden Monaten dazu kommt. Und liebe Peppels, wenn ihr echt seht, ich würde mich sehr freuen. Warum sind noch so viele Autos unterwegs? Sehr freuen, wenn mehr Videos auf eurem YouTube-Kanal erscheinen und nicht nur der Trailer-Image-Film von der Fahrschule. Das wäre sehr schön. Ich bin immer bereit, euch zu unterstützen. Auch, ja. Ich sag damit erstmal schönen Abend, macht gut. Bei mir ist Nacht. Macht gut, bleibt gesund. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Bye, bye.